Hi, ich bin Claudi von Regio TV und bei mir heute die beste Rockband unserer Zeit, Itchy. Herzlich willkommen zu unserer dritten Ausgabe. Alle guten Dinge sind drei, deswegen seid ihr die perfekten Gäste für meine neue Kultursendung. Ich starte meine Sendung immer mit dem gleichen Ritual, wie wir gerade gesehen haben. Wenn ihr auf die Bühne geht, habt ihr da auch ein bestimmtes Ritual? Also wir haben jetzt 900 Shows gespielt und haben wirklich jede so begonnen, dass wir, bevor wir auf die Bühne gehen, uns mit einem Kräuterschnaps in der Hand bewaffnet anschreien. Den trinken wir dann. Dann verziehen wir das Gesicht, wenn wir nicht mögen, und dann rennen wir auf die Bühne und starten das Konzert und dann haben wir eine Stunde oder eineinhalb Spaß. Und was wird danach getrunken? Nach dem Konzert? Ja, wieder der Kräuterschnaps? Ich nehme mir immer vor, erstmal ein Wasser zu trinken, weil man ja sehr viel geschwitzt hat während dem Konzert, aber ich trinke trotzdem als erstes sofort immer ein Bier. So, das ist so ein Feierabendbier, das braucht man dann unbedingt. Und ansonsten wird schon getrunken auf Tour, aber nicht mehr so wild wie früher. Wie alt seid ihr denn jetzt? Wir sind jünger, als wir aussehen, aber ich bin 35 mittlerweile. Und, ich auch. Habt ihr Familie? Nee. Du bist doch derjenige mit Haus und Rhabarber, oder? Der Rhabarber anpflanzt, oder? Ist das dein Ruf? Ist das dein Ruf, der dir vorauseilt? Vor allem ein Haus und Rhabarber. Also ja, ich habe Familie. Haus und Rhabarber. Aber jetzt sag mal wirklich, ich meine, wie lange gibt es euch jetzt schon? Seit 2001. Verändert sich das? Wird man spießiger? Wird man als Band auch anders im Laufe der Jahre? Oder seid ihr immer noch die gleichen Jungs? Also wir sind insofern gleich, dass wir immer noch genauso gerne Musik machen wie am Anfang. Aber natürlich wird man älter und man sieht die Welt ein bisschen mit anderen Augen, als man es vielleicht mit 18 oder 19 getan hat. Und deswegen sind auch auf den Platten mal auch durchaus ernstere Töne dazwischen. Gerade jetzt in der heutigen Zeit gibt es viele Dinge, die so passieren auf der Welt, zu denen man, wenn man nicht ganz mit verschlossenen Augen durch die Welt rennt, was sagen sollte. Spießiger war ich, glaube ich, schon immer. So mit Bausparverträgen und so, was man halt als Schwabe so besitzt. Wir sind auch totale Pünktlichkeitsfanatiker, ja. Wirklich. Wenn wir sagen, wir proben heute um 13 Uhr, dann sind um 13 Uhr alle da. Und wenn einer 3 Minuten zu spät kommt, dann schickt er sofort panische Nachrichten. Jungs, tut mir so leid, ihr habt mich 3 Minuten verspätet. Ein Traktor vor mir, ich pack's einfach nicht. Ich find's auch ultra unhöflich und bin sofort angepisst, wenn jemand zu spät kommt. Das heißt, ihr habt auch noch nie ein Konzert zu spät begonnen? Wir haben einmal, und zwar da haben wir einmal in Holland gespielt. Unser einziges Holland-Konzert bisher, glaube ich. Und da hat mein Lieblingsfußballverein das DFB-Pokalfinale erreicht. Und das ging in die Verlängerung. Und wir haben dann, ich glaube, 40 Minuten die Leute warten lassen. Nicht dein Ernst? Doch, wir sind wirklich krasse Fußballfans, ja. Max und ich sind Anhänger des VfB Stuttgart, natürlich. Dauer, er ist ja sogar Vereinsmitglied. Oh. Ja. Ich darf selten mitspielen, aber ich steh immer im Stadion bei den Spielen. Und Sibi ist tragischerweise FC Bayern-Fan. Oh. Und das kommt natürlich zu Problemen dann, ja, ab und zu. Sibi, wie ist das passiert? Ja. Soll ich wirklich die Geschichte erzählen? Dauert kurz 20 Sekunden. Und zwar, meine Eltern waren große Bayern-Fans und meine Großeltern waren VfB-Fans. Und ich war auch VfB-Fan als ganz kleiner Bub. Und dann sind die beiden, also meine Eltern und meine Großeltern, immer zusammen ins Stadion gegangen, wenn VfB gegen Bayern gespielt hat. Und immer kamen meine Großeltern nach Hause und waren richtig angepisst und angefressen und schlecht drauf. Und meine Eltern waren total froh, weil Bayern immer gewonnen hat. Und dachte ich, vielleicht habe ich ein besseres Leben, wenn ich Bayern-Fan werde, weil anscheinend sind Bayern-Fans die glücklicheren Menschen. Und also für mich, ich kann ganz gut damit leben. Hallo, guten Abend. Jetzt machen Sie mal eine Pause mit dem Interview mit Itchy. Kommen Sie rein, wir zeigen Ihnen jetzt die Kronenkomödie. Wir sind eine Kleinkunstbühne hier in Filderstadt-Bohnlanden. Unsere Bühne ist gerade mal 3,5 auf 2 Meter groß. Der Gästeraum umfasst 60 Plätze. Und der weiteste Abstand von dem Gast zur Bühne sind maximal 7 Meter. Also wir haben Künstler direkt zum Anfassen. Hat er schon mal schon richtig einlangen? Ja, dann sage ich recht schön, danke schön, gell? Ah, das ist Arbeit. Bist du verheiratet? Ja. Ah, das ist jetzt aber schade. Ich liebe das einfach auch Theater, weil ich selber auch sowas mache. Und deswegen finde ich das faszinierend, wie das hier ist. Und vor allem im kleinen Kreis.
und dass das Publikum mit einbezogen wird. Und ja, das finde ich einfach toll. Ideengeber war damals ein Gast aus der Besenwirtschaft, der einen Witz zum Besten geben wollte und sagte, weißt du was, wir bräuchten hier sowas wie eine Bühne, wie die Speakers Corners in London. Dann könnte jeder Gast, der einen Witz auf Lager hat, hier auftreten. Und aus dieser Idee entstand aus 8 Euro Paletten die Bühne hier. Ja, wie könnte ich Ihnen helfen? Was zum Beispiel? Kennen Sie der Wilhelm Tell? Wieso hat er gesagt, er kennt nie? Also wir sind heute ja zum ersten Mal da und es gefällt uns sehr gut. Atmosphärisch total gemütlich und diese einfach schwäbische Mundart ist einfach was so ein einfach, ich sag mal, aus dieser Region, was einem einfach gut gefällt. Du hast ihm gestern Mittag einen Zettel auf den Kuchentisch da gelegt und drauf geschrieben. Bin auf dem Friedhof. Weißt du, was der sich drauf geschrieben hat? Dann ist es aber sehr schnell gegangen. Liebe Zuschauer, wir würden uns freuen, wenn Sie uns hier in der Kronenkomödie besuchen. Als es dann anfing mit eurer Musik, wie groß oder wie viel Angst hattet ihr davor zu sagen, hey, jetzt machen wir das und setzen alles aufs Spiel und versuchen es mit der Musik? Oder war das gar nicht so eine Hürde? Man sollte ja meinen, dass es wirklich ein krasser Schritt ist, den man sich so überlegen muss. Und eigentlich sollte das auch so sein. Aber für uns war eigentlich sofort klar, nach der allerersten Show, die wir gespielt haben. Vor wie vielen Leuten war das, weißt du das noch? Vielleicht 40 oder so. Mhm. Und auch alles Kumpels quasi. Aber das ging total schon ab dort auf der Show. Und ich weiß noch, wie ich danach von der Bühne kam und wusste, das ist es, das möchte ich für immer machen und ich möchte nicht anders. Und Gott sei Dank hat sich's ausgezahlt und wir können jetzt seit 12 Jahren oder so davon leben, was ein unfassbarer Traum für uns ist. Natürlich kann das auch mal wieder aufhören oder es hätte schief gehen können, aber man muss es halt probieren, wenn man denkt, dass es das Richtige ist. Ihr geht ab morgen auf Tour. Wie schläfst du die Nacht davor? Schlecht, weil ich will unbedingt, dass es losgeht. Also wir freuen uns schon das ganze Jahr eigentlich drauf. Man hat so lange an so einem Album gearbeitet, eigentlich so vom ersten Ton, den man schreibt, bis zum Album, wenn es rauskommt, vergeht eigentlich ein Jahr, kann man sagen. Die Leute, die auf die Tour kommen, die kommen ausschließlich, um uns zu sehen. Die kennen alle Texte. Also ja, hauptsächlich ja, ihn zu sehen. Das schon. Genau, also das sind meine Fans natürlich, aber ich bringe meine Berufskollegen mit. Netterweise und lasse auch das bisschen von dem Spotlight abhaben. Jetzt weiß ich, ach, es wird geil. Hallo, willkommen in Hohenstaufen. Harald Immig in meiner Galerie. Gleich geht's mit dem Interview weiter, aber vorher zeige ich euch mein Leben. Für mich Entspannung und das ist Glück, weil wenn ich male, dann bin ich zufrieden und kann einfach mein Inneres an den Tag legen. Der schönste Augenblick ist allerdings, wenn ich jemanden mit dem Bild Freude bereite und sicher, ich lebe davon, das ist schön, aber wenn ich mir vorstelle, das Bild hängt irgendwo im Raum drin und er läuft täglich vorbei, nicht einen Tag, 10 Tage, halbes Leben an dem Bild, und lebt mit dem Bild, das ist Freude. Das hier ist jetzt ein Bild von Istanbul, der Eingang zum Bazar. Und jedes Bild hat eine Geschichte. Und zum Beispiel hier, da saß ich direkt vor dem Bazar und da laufen ja unzählige Menschen vorbei. Und ein Vater hat mich beobachtet, sein kleiner Sohn hat da gespielt. Und dann hat er gesagt, ach, wenn Sie da malen, Sie dürfen gern meinen Sohn mit drauf malen. Und es ist schon Bild ein paar Jahre alt, also der Sohn wäre jetzt schon ein bisschen größer. Wenn du jetzt so deine Lebensgeschichte beschreiben würdest, wie würdest du so rückblickend bis jetzt beschreiben? Ich bin eigentlich ganz zufrieden. Ich habe ja so grafische Gewerbe gelernt, so Buchdrucker, und habe aber immer gewusst, dass ich Künstler werden möchte. Singen und malen, das war für mich immer eigentlich das, was ich gerne wollte. Sie sprechen vom Flug von 170.000 Jahren. Wir schlüpfen durch Wurmlöcher und können die Nullen sparen. Da wo wir waren, sind wir längst schon verschwunden. Und
Dort, wo wir sind, hat man uns nicht mehr gefunden. Hast du einen Tipp, was man machen kann, damit es mit der Kunst funktioniert? Ah, ist schwierig. Also sag mal, sich selber treu bleiben, den Traum zu verwirklichen, den man hat, ist ganz wichtig. Es gibt natürlich, diese Breite wird immer mehr. Früher, wo ich begonnen habe, so in den 80er Jahren, da war so zwischen abends, wenn ich gespielt habe, zwischen Stuttgart und Ulm, da waren 6 oder 7 Konzerte. Und heute sind es 200. Sich selber treu bleiben. Und mit ein bisschen Glück geht es auch. Was ich immer am Ende meiner Sendung mache und was ich euch leider vergessen habe, per Mail mitzuteilen, ist, nein, es kommt nichts Schlimmes, ist, dass jeder, also ich und ihr, Tipps gibt, wo man unbedingt mal hingehen sollte, auf welches Event. Und ich habe total so einen Blackout mit euch gerade, dass ich nicht mehr weiß. Auf welches Event du gerne würdest. Sag doch mal auf eine Itchy-Show zum Beispiel. Hier, 23.12. im LKA in Stuttgart. Ja. Ist das nicht der Grund für dieses ganze Interview? Ja. Das ist das perfekte Datum. Das sind alle, die irgendwo weggehen von zu Hause zum Arbeiten oder zum Studieren, die kommen da wieder zurück. Man hat am nächsten Tag nichts, wo man früh raus muss oder so, sondern doch Geschenke noch kaufen, die man Oh, das geht nicht. 24. ist ein Sonntag dieses Jahr. Ja, Pech. Also man muss zu uns quasi. Und es gibt auch gar nicht mehr so viele Karten, deswegen freuen wir uns total. Das wird so krass. Wirklich, das wird richtig gut. Wie jedes Mal, wenn wir in Stuttgart spielen. So, wir sind am Ende, Jungs. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Siebi, ich weiß es dir nicht so, aber trotzdem schön, dass du dabei warst. Ich habe mich sehr gerne hier so reingehockt. Sagen wir tschüss, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.